Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Glockenturm schlägt Mitternacht. Ich spür in mir die Sehnsucht erwacht. So ein Verlangen, wie Feuer so heiß. Wie Feuer so heiß. Die Schrift im Buch so heilig und starr. Ich weiß, dass sie mir nicht zu helfen vermag, denn sie ist der Teufel und kennt kein Erbarmen. Und ich bete, Herr, gib mir Kraft, Amen. Vater unser, kannst du es nicht sehen? Es fällt mir schwer, ihr zu widerstehen. Sie ist Versuchung und ich bin nicht immun. Vater unser, was soll ich tun? Vater unser, gib mir die Kraft. Ich kann nicht leugnen, was sie mit mir macht. Sie sagt mich aus wie ein Vampir. Ich spür genau, wie ich den Halt verliere. Herr, du bist Kraft und die Herrlichkeit. Doch dann macht sie ihre Beine. Oh, die Lust zerreißt mich. Was soll ich tun? Von Gefühlen überrannt, von jeder Logik werde ich entmannt. Wer löscht dieses Feuer? Ich stehe in Flammen, im Labor der Requiez. Und ich bete zu dir, Herr, gib mir Kraft, Amen. Vater unser, kannst du es nicht sehen? Es fällt mir schwer, ihr zu widerstehen. Sie ist Versuchung und ich bin nicht immun. Vater unser, was soll ich tun? Vater unser, gib mir die Kraft. Ich kann nicht leugnen, was sie mit mir macht. Sie sagt mich aus wie ein Vampir. Ich spür genau, wie ich den Halt verliere. Herum. Die Wollust schreit und ich frage dich, warum? Warum, o Herr, tust du mir das an? Herr, ich bin doch auch nur ein Mann. Vater unser, kannst du es nicht sehen?